Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit den Handelsideen für Donnerstag, den 15. November. Der Monat ist wieder halb um, die Zeit verrennt wie verrückt. Nächste Woche haben wir schon die World of Trading, also schöne, ja, Termine, wo man sich auch mal live treffen kann. Warten da nächste Woche auch auf uns. Heute wartet wieder ein neuer Handelstag auf uns. Wir machen ganz normal das, was wir jeden Tag machen, Tagesnachrichten anschauen und interessante Ideen checken. An dieser Stelle auch einen schönen guten Morgen an all diejenigen, die hier live auch direkt im Webinar zuschauen. Es werden ja auch immer mehr Zuschauer hier seitens der Facebook-Teilnehmer, und auch seit kurzem haben wir ja GoToWebinar. Ich freue mich hier auch jeden Morgen immer mehr Leute begrüßen zu dürfen. Kommen Sie ruhig rein hier, empfehlen Sie das Ganze auch weiter, weil gibt es jeden Morgen wirklich sehr, sehr schöne Ideen. Diejenigen von Ihnen, die hier erst neu dazukommen, Sie können auch Fragen stellen, einfach in den Chat auf Facebook beziehungsweise im GoToWebinar einfach auch ins Fragenfeld das Ganze reinbringen. Also allen zusammen hier die Einladung, wenn Sie Fragen haben oder einen Wunsch hat, das Ganze einfach mit hier reinnehmen, und dann kann ich direkt auch darauf eingehen. Von der Seite her freue ich mich auf alle Fälle. Ludger, Elena, Sascha, Rolf, Heiko, Hermann, Steffen, so viele Zuschauer. Ich begrüße jeden sehr, sehr gern hier auch einzeln. Damit gehen wir mal rein in die entsprechenden Felder für die Risikohinweise. Den gibt es ja jeden Morgen auch. Sie müssen einfach wissen, dass der Handel hier mit Devisen und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann. Das ist wichtig. Der Risikohinweis, den nehmen Sie bitte an dieser Stelle auch mit zur ja, Kenntnis. Dann schauen wir doch direkt mal in die Tagesvorbereitung rein. Bevor wir in die Charts hineingehen von US-Dollar, japanischer Yen, US-Dollar, norwegische Krone und US-Dollar, mexikanischer Peso. Also nicht wundern, heute ist recht US-Dollar-lastig, aber die Charts haben einfach eingeladen zum Hineinschauen. Geht es hier in die Tagesvorbereitung mit den Nachrichten. Sie wissen, dass Nachrichten können die Märkte bewegen, und aus diesem Grund sollten wir als Händler, auch wenn wir kurzfristiger Natur handeln, umso mehr natürlich wissen, wann die wichtigsten Nachrichten hier an dem Markt gespielt werden. Das heißt, wir sehen hier wieder die Übersicht mit den höchsten Relevanzen und den zweithöchsten Relevanzen aus dem Bereich USA und Eurozone. Wir starten hier im höchsten Bereich um 14:30 Uhr in den USA mit den Einzelhandelsumsätzen. Danach gibt es auch, oder was heißt zur gleichen Zeit sozusagen, gibt es den Philly Fed Herstellungsindex, und um 17 Uhr gibt es die Rohöllagerbestände. Bei den Rohöllagerbeständen, da hatten wir gestern in Bezug auf Öl schon mal auch andere erste Informationen bekommen. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Kleinen Augenblick, ich hole es mal ganz kurz rein. Wir hatten gestern hier, muss ich mal kurz gucken, den API Rohöllagerbestand hier. Wir hatten im letzten Monat, beziehungsweise in der letzten Woche so rum, hatten wir hier 7,8 Millionen. Jetzt sind es 8,79 Millionen als Lagerbestand im Zuwachs. Das heißt, der Lagerbestand nimmt Stück für Stück hier an den USA-Märkten auch zu. Na, ich sag mal, das ist ja eine Ausnahme, eine Aussage an dieser Stelle. Das ist ja einhergehend, man sieht es, die Lagerbestände steigen an, die Rohölpreise sinken. Das sieht schon ein bisschen aus wie Nachfrageüberhang, beziehungsweise nicht Nachfrageüberhang, wie Angebotsüberhang. Und das wirkt sich natürlich negativ auch auf die Preise aus. Das geht so ein bisschen auch in das Bild hinein, was der Chart vom Öl uns entsprechend auch mit hergibt. Dazu morgen dann allerdings auch in der weiteren Besprechung, wenn wir morgen die große Chartanalyse machen, mal ganz in Ruhe, da schauen wir uns natürlich auch mal den Ölpreis an, schauen, wie da die aktuelle Situation jetzt ist, wo es noch hingehen kann, wo wir eventuell Chartmarken sehen, wo möglicherweise hier an dieser Stelle auch, ja, mal eine Gegenreaktion kommt, die deutlicher ausfällt. Werden wir sehen, schauen wir uns morgen ganz in aller Ruhe einmal an für die mittelfristigere Planung an dieser Stelle. So, also das mal die höchsten Relevanzen. Dann gibt es hier um 11 Uhr die Handelsbilanz aus der hier EU. Sie sehen es, um 13:15 Uhr und um 14:10 Uhr. Da gibt es einige Reden seitens der EZB. Um 14:30 Uhr gibt es dann den Export- und Importpreisindex aus den USA. Wir bekommen auch um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, also das alles noch vor Markteröffnung in den USA. Dann bekommen wir ebenfalls um 14:30 Uhr den New York Empire State Herstellungsindex.
der Philly Fed verrät um gleiche Zeit noch etwas zum Thema Beschäftigung. 16 Uhr gibt es dann die Lagerbestände für den Monat September. 16 Uhr spricht dann auch mal wieder ein FOMC-Mitglied. Da haben wir heute drei Reden. Hier um 16 Uhr haben wir eine, dann um 19 und um 21 Uhr und um 17 Uhr gibt es dann hier im Zusammenhang mit den Rohöl-Lagerbeständen noch das Thema, die Rohöl-Lagerbestände in Cushing, Oklahoma. Auch hier ist der Weg schon da, dass wir wissen, wann die Nachrichten an den Märkten auch reingegeben werden. Hier beim Ölpreis, Sie sehen es, beziehungsweise nicht beim Ölpreis, bei den Rohöl-Lagerbeständen geht man davon aus, dass ein Zuwachs kommt. 3 Millionen Barrel steht hier da. Ich bin mal gespannt, was hier kommt. Auf alle Fälle, das Thema muss man wirklich auf der Uhr haben. Der Markt ist sehr, sehr stark gefallen die letzten Tage. Positive Überraschungen könnten hier zu einem Anzug des Ölpreises führen. Müssen wir mal sehen. Charttechnik, nachrichtengebunden, da könnte sich etwas entwickeln. Gestern gab es auch erste Umkehr. Also Öl ist sehr, sehr interessant für aktive Trader im Moment. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die Charts. Entsprechend hier wieder der MetaTrader mit dem Add-on vom Stereo-Trader obendrauf hier im Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Wir sehen hier sehr, sehr schön den laufenden Aufwärtstrend. Wir haben es hier oben, das große, ich zeichne Ihnen das auch gleich nochmal ein, das große Bild hier sozusagen. Da hätten wir hier, damit Sie die Relationen sehen, in denen ich hier spreche, den Aufwärtstrend, den wir hier laufen haben, der ist mittlerweile oder momentan in seiner Korrektur, wobei wir hier schon eine Bewegung in Richtung des übergeordneten Trends auch laufen haben. Die hatten wir vor ein paar Tagen schon mal besprochen. Wir haben hier oben das aktuelle Trendhoch von diesem Trend, der sich eingezeichnet habe, bei 114,549 und wir haben jetzt hier untergeordnet, Sie sehen selbst auch, einen neuen Aufwärtstrend, der hier unten an diesem Weg hier gestartet ist, also an diesem Tief hier unten in dieser Supportzone bei 111,625. So, und da zeichne ich Ihnen den auch gleich nochmal ein, damit wir wissen, über welchen aktuellen Trend wir sprechen. Also das hier ist der laufende Trend, das hier ist der übergeordnete Trend, sozusagen der Trend, der die Bewegung ausmacht. Und Sie sehen hier selbst, was momentan gerade ist. Wir hatten hier bis gestern im Tagesverlauf, das schauen wir uns gleich auch nochmal in der Stunde an, hatten wir hier eine Range. Da lief der Markt einfach nur seitwärts hin und her und das gibt dann halt sozusagen die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Range, Nummer eins, kurzfristiges Traden. Sie sehen, wenn Sie sowas in den Charts sehen, hier, wenn Sie diese Spike sehen, das lässt sich im ganz kurzfristigen Trading immer dazu nutzen, hier entsprechend von oben nach unten oder von unten nach oben zu traden. Das ist die eine Seite. Da, wo wir jetzt stehen, ist die andere. Wir sind hier kurz unten rausgefallen, aber direkt wieder zurückgekommen. Das lässt jetzt, Raum für Spekulation, sage ich mal. Was wir jetzt hier sehen, ist auf alle Fälle hier oben, das hier innerhalb dieser Range war sozusagen die Korrektur über die Zeit. Hier gab es auch in den zwei Handelstagen zuvor kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskursen. Heißt also hier Seitwärtsbewegung über die Zeit sozusagen. Jetzt haben wir hier allerdings die Trendlinie beziehungsweise die entsprechende Marke von 113,594 nach unten durchschritten. Das war die Seitwärtsrange, die untere Geschichte. Da sind wir unten rausgefallen. Wir haben jetzt noch keine Bestätigung. Wir sind erstmal durch unten. Hier gab es ein Tagestief, wo der Markt dann drunter gerutscht ist. Dann ging er aber sofort wieder hoch in diese Begrenzung dieser Range hinein. Das heißt, Sie sehen es auch hier unter das Tagestief beziehungsweise über das Tagestief vom Dienstag, gestern war ja Mittwoch, da sind wir wieder drüber gerutscht. Jetzt aktuell stehen wir auch wieder mitten in dieser Range. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Markt, wo man sagt, man kriegt nicht direkt Abwärtsdynamik rein. Kommt doch etwas Abwärtsdynamik und diese ganze Korrektur setzt sich noch tiefer sozusagen über die Preisseite fort. Wäre dann einmal der nächste Anlaufpunkt, wenn es wirklich tiefer geht, hier dieses Tagestief, was wir haben bei 112,943 beziehungsweise allerspätestes Anlauflevel, dass dieser Trend auch erhalten bleibt, wäre dann hier natürlich dieses Trendtief, diese Supportzone um 112,551. Das steht hier nach unten hin offen, wenn es der Markt denn spielt. Da müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Angefangen hat er ja. Jetzt sind wir sozusagen gerade in der Korrektur. Wir schauen gleich in die Stunde rein. Wenn der Markt nach oben hin wieder reinläuft, dann steht natürlich wieder das Thema Range offen. Dann sind wir zurückgekehrt in die Range. Da haben wir sozusagen die Range-Oberseite und mittelfristig haben wir dann halt den Punkt hier oben drüber über die Range und dann hin zum
hoch, was wir hier oben haben. Das heißt, das wäre dann Korrektur, Bewegung. Die Bewegung kommt dann hier oben entsprechend im Hoch auch an. Müssen wir schauen, was da noch geht. Allerdings, wenn wir von unten aus rumdrehen, nach oben laufen, ist dann doch fürs kurzfristige Trading einiges an Potenzial entsprechend da. Und ich habe ja gerade gesagt, wir schauen uns das Ganze einfach mal in der Stunde an. Und in der Stunde, da sehen wir das, was ich gerade gesagt habe. Das war diese seitwärts laufende Korrektur. Hier ging es oben nicht richtig drüber, unten nicht runter. Es war ein klassischer Seitwärtslauf. Das nenne ich gerne Korrektur über die Zeit an dieser Stelle. So, und jetzt haben wir hier in diesem Stundenlauf haben wir sozusagen jetzt hier diesen Markt nach unten laufen. Ich mache die Trendlinie mal ganz kurz hier in Rot, damit wir sehen, es ist ein Abwärtstrend, den ich hier meine. Und da sehen Sie, das ist der erste Schub nach unten gewesen. Hier haben wir den zweiten und dann hat sich der Trend, der Abwärtstrend gebildet hier. Das ist also sozusagen mit Unterschreitung dieser Marke hier, hat sich innerhalb der Range der Abwärtstrend gebildet und der hat dann auch dazu geführt, dass wir unter die Range unten drunter durchgelaufen ist. Und wer sich das Ganze anschaut, der sieht halt entsprechend hier an dieser Stelle, wir hatten hier den Trendlauf nach oben, wir hatten hier das Trend hoch, wir hatten hier das letzte entsprechende Korrektur tief in diesem Bereich auch mit drinnen. Das ist hier in den Seitwärtsphasen immer so ein bisschen unsauber, aber rein technisch gesehen, wenn man sich rein die klassische Trendtechnik auch anschaut, haben wir hier Trendtief, hier Bruch vom Trendtief, hier das Ganze nach oben, hier ein tieferes Hoch und dann bildet sich jetzt hier ein Abwärtstrend, dann hat sich sozusagen jetzt hier ein Abwärtstrend in der Stunde gebildet. Hier hat sich der Bewegungslauf gebildet. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen ein Markt, der in seiner Korrektur ist. Und jetzt, und das ist der Punkt, wo jetzt mal die Entscheidung ansteht. Entweder der Markt läuft sozusagen direkt wieder runter, das heißt vielleicht gar nicht hier oben drüber, sondern sieht einfach hier nur ein bisschen Korrektur und wir kriegen dann die Fortsetzung nach unten und laufen direkt wieder nach unten hier in diesen Bereich hinein. Das wäre dann die Situation, dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir hier einen Markt, der erste Mal über die Tiefe etwas weiter korrigiert beim US-Dollar-japanischen Yen. Dreht sich das Ganze allerdings rum. Das heißt, dass wir hier den ersten Schub sozusagen nach oben bekommen. Das heißt hier, mache ich mal ganz kurz blau, damit wir einen anderen Kontext haben, dass das der erste Schub ist. Dann sehen wir hier an dieser Stelle den Markt entsprechend weiter nach oben laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier nur etwas an Korrektur gesehen und aus dieser Korrektur heraus kommt jetzt die nächste Bewegung hier oben drüber. Dann hat sich untergeordnet erstmal wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Diesen kann man dann zum Traden nutzen. Das wäre dann die Wahrscheinlichkeit eher oder die Seiten der Wahrscheinlichkeit stärker gewichtet auf den Punkt, dass wir hier erstmal wieder etwas Rückkehr in die Range sehen und dann möglicherweise doch den Markt nach oben sehen. Das heißt hier wieder aus der Korrektur der Stunde raus in den Tag und der Tag setzt dann entsprechend seine Bewegung hier nach oben hinfort. Das heißt, nimmt wieder die Richtung dieses Trends auf, den ich Ihnen hier eingezeichnet habe, dieses Aufwärtstrends. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben. Und das kann uns sehr, sehr schön der Trendverlauf der Stunde entsprechend natürlich hier auch anzeigen. So, jetzt räume ich diesen Chart mal noch ein bisschen auf und dann gehen wir direkt in die nächste Währung mit hinein. Wir schauen als nächstes auf das Währungspaar US-Dollar, norwegische Krone, bevor wir uns dann nochmal US-Dollar-mexikanischen Peso anschauen. Den haben wir ja letzte Woche sehr, sehr schön zum Traden eines Ausbruchs, Trades aus einem Korrekturmuster nutzen können. Da schauen wir heute gleich mal an, wie gut auf der einen Seite das funktioniert hat und zur anderen Seite, was sich jetzt entsprechend hier an möglicherweise einem, ja, Markt ergibt, der eine Korrektur hergibt und wir aus einer Korrektur entsprechend mit nutzen können. So, gut, dann als nächstes hier an dieser Stelle das Währungspaar US-Dollar, norwegische Krone. Also hier wieder schön der Tageschart. Von der Chartsituation her auch eine sehr, sehr interessante Marke, die wir hier oben gerade haben. Sie sehen selbst, ich habe Ihnen hier das Ganze mal angestreckt. Wir haben jetzt hier diesen schönen Aufwärtstrend, diesen schönen laufenden Aufwärtstrend hier, den sehr, sehr starken Schub hier nach oben innerhalb von 3 Tageskerzen sehen wir hier unten vom Tief. Wo haben wir das Tief gehabt? Schauen wir mal nach, das Tief hier unten irgendwo im Bereich von, da unten haben wir es. Das Tief hat man bei 828,734 entsprechend gehabt. Also hier unten in diesen Bereich und dann schön hier nach oben gelaufen über dieses Hoch hier drüber. Da oben haben wir jetzt einen kleinen Markt. Und ich sehe gerade, Elena schreibt mir Facebook Pause. Ja, ich bekomme gerade eine Information, dass das OBS-Studio nicht mehr funktioniert. Ich muss mal ganz kurz schauen. Okay. Ja, OBS ist abgestürzt. Liebe Teilnehmer, die hier direkt jetzt über den
den GoToWebinar-Stream gucken. Ich mache mal ganz kurz das OBS-Studio wieder an, dass ich den Stream auf Facebook wieder starten kann. Und dann machen wir hier direkt weiter. Bitte einen ganz kurzen Augenblick um Geduld an dieser Stelle. Das passiert manchmal, technische Sachen, die kommen immer mal wieder vor. So, geht gleich weiter. So, da läuft das eine. So, jetzt muss ich diesen Code wieder streamen. So, Einstellung. Geht sofort weiter. So. So, schauen wir mal. Starte ich den Stream nochmal neu. Gucken wir, ob wir auf Facebook gleich was reinbekommen. So, wieder zurück. Ich hoffe, Facebook sieht mich wieder. Da wäre es nett, wenn ich einfach mal kurz eine Rückmeldung bekommen würde und wir an dieser Stelle einfach wieder weitermachen können. Also zurück zum Chart, zurück zum normalen Business, was wir gerade hatten. Wir sind stehen geblieben hier beim Chart von US-Dollar, norwegischer Krone. Ich sehe gerade, Ludger ist wieder da. Passt alles sehr schön. Danke für die Rückmeldung. Chart. US-Dollar, norwegische Krone. Also, wir haben gesehen, schöner Aufwärtstrend, schöne weite Bewegung. Die Bewegung hat geführt über dieses Hoch, was wir hier drüben hatten, aus dem August diesen Jahres. Support bzw. Resistance Zone hier an dieser Stelle bei 8,50369 ungefähr. Und wir sehen, hier oben ging dem Markt jetzt so ein bisschen die Luft aus. Ja, wir sehen hier oben eine leichte Korrekturtendenz, das Ganze auch wieder schön im Seitwärtslauf. Und an der Stelle haben wir jetzt die Situation gegeben, dass wir hier einfach mal ein bisschen abwarten, an was der Markt hier macht. Abwarten heißt jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht ein, zwei Wochen warten, sondern einfach mal zu schauen, was sich hier entwickelt. So sieht es jetzt aus, dass wir oben eine Seitwärtskorrektur, ich muss mal kurz räuspern, dass wir kurz eine Seitwärtskorrektur hier oben bekommen. Das sieht dann entsprechend so aus, dass wir hier möglicherweise so einen Seitwärtskanal bekommen hier an dieser Stelle. Hier also von hier oben laufend. So, ziehe ich das mal hoch. Hier in diesem Bereich, wenn wir eine hohe Korrektur bekommen. Das heißt hier oben einfach einen schönen Seitwärtslauf, dass wir wieder eine schöne Trading Range bekommen, die sich entwickelt. Und aus dieser Trading Range heraus haben wir dann jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir traden den Ausbruch über die Oberseite. Wenn der Ausbruch über die Oberseite kommt, dann sind die nächsten Anlaufpunkte hier erst einmal natürlich das Tageshoch von gestern, wo der Markt nicht weit drüber wollte. Das wäre dann das Hoch bei 8,53993, beziehungsweise wenn dieser Schub hier oben rauskommt, dann ist das nächste Hoch, das wir anlaufen können, hier ein Wochenhoch. Ich mache da mal ganz kurz die Woche an. Schauen wir mal hier in dieser Woche hier. Das war das Hoch, der Hochbereich bei 8,56. Was haben wir da? 5,23 hier an dieser Stelle. Das wäre mal der nächste Punkt zur Oberseite hin, wenn wir tatsächlich hier auf diese Oberseite gleich direkt rauslaufen. Also wenn wir hier wirklich einen starken Markt bekommen, der seitwärts korrigiert und das ganze Thema nach oben laufen lassen wollen, das wäre der Markt, der über die obere Range-Seite ausbricht. Auf der anderen Seite, so ähnlich wie wir das gerade beim Währungspaar US-Dollar-Japanischer Yen gesehen haben, ist es natürlich auch gut möglich, dass diese anfängliche Seitwärtsbewegung, diese Seitwärtskorrektur hier, sich etwas nach unten mit ausdehnt. Und da haben wir hier an erster Stelle natürlich einmal auf Blick nach unten hier dieses Tagestief von, wann war denn das gewesen, vom 12.11. Da haben wir das Tief gehabt bei 841,886 hier. Ich mache da gleich mal eine Marke dran. Hier
hier unten, also in diesem Bereich an dieser Stelle, so in etwa so dieses Tagestief. Das haben wir hier an dieser Stelle dann mal am Laufen auf Tagesbasis. Wer sich das Ganze untergeordnet anschauen wollen, wir gucken gleich mal in die entsprechenden Märkte rein, in die Stunde hier. Da kommen nämlich diese magentafarbenen Linien her. Die habe ich einfach aus dem Trendverlauf der Stunde rausgenommen. Das heißt, ich habe hier den Aufwärtstrend der Stunde genommen und dann einfach mal geschaut, wo sind denn interessante Marken, wo der Markt hier ranlaufen kann. Und hier im Stundenchart sehen wir gerade auch sehr, sehr schön diese Range, diese Seitwärtsbewegung, die da oben läuft. Das sieht man hier in der Stunde ein bisschen besser als im Tageschart, wer das visualisiert haben möchte. Und nach unten hin wären es dann halt wirklich hier tatsächlich die Marken, die wir hier sehen. Das heißt, hier muss ich mal noch was reinnehmen. Also der nächste Anlaufpunkt hier aus der Sicht, wenn sich die Korrektur nach unten ausdehnt, wäre dann mal diese Tiefzone hier bei 844713 und dann hier die markanten Tiefpunkte, die wir hier haben in diesem Trendverlauf nach oben. Das heißt, die Korrekturtiefs, das sind ja dann Marken, wo möglicherweise nach uns Akteure kommen können. Und die haben wir hier drüben liegen bei 840267, hier drüben dann bei 836321 und hier unten dann noch einmal bei 831539. Das wären mal so die Marken hier unten drunter, unter diese Range, unter diese Linie hier, sollte das Ganze nicht laufen. Warten Sie einen kleinen Augenblick, ich zeige Ihnen gleich, wo hier unten drunter, da sollten wir nicht laufen. Warum sollten wir da nicht drunter laufen? Die Frage ist recht schnell beantwortet. Da sind wir dann im Bruch des Aufwärtstrends und das wollen wir nicht haben. Wenn der Aufwärtstrend gebrochen ist und wir wollen Long traden, dann wollen wir natürlich nicht hier unten runter treten. Aber wenn es da drunter bricht, dann ist das Ganze auch schon schön weit gelaufen. Das heißt, Sie haben hier an dieser Stelle, da wo wir jetzt sind, in der Verordnung her, haben Sie halt alle Trümpfe in der Hand. Ne? Der Markt kann jetzt einfach nach oben rausschieben und diese schöne Bewegung fortsetzen nach einer Korrektur über die Zeit. Oder der Markt geht in eine etwas tiefere Korrektur. Da können Sie halt von einer sehr, sehr hohen Stelle in die tiefe Korrektur mit hineintraden. Und das ist ja das, was wir hier aus dem Chartverlauf der Stunde auch sehr, sehr schön sehen können, damit der Markt hier uns anzeigt, wo die möglichen Ziele einer solchen Bewegung entsprechend hier auch sein können. Also das hier zum Chart der US-Dollar-norwegischen Krone. Und dann, wie vorhin versprochen, schauen wir uns mal noch diesen schönen Chart vom US-Dollar-mexikanischen Peso an, wo wir letzte Woche auch einen schönen Trade haben absetzen können. US-Dollar, hier haben wir es, da, schön, dass wir auch mal nach einem Trade wieder ins nächste reingehen können. Das ist mustergültig, was wir hier sehen. Hier schauen Sie, wir hatten letzte Woche besprochen, nach diesem schönen Aufwärtsschub nach oben, ich mache das Bild mal kurz etwas größer, damit wir besser sehen können, nach diesem schönen Aufwärtsschub hier nach oben gab es diese trendförmige Korrektur nach unten, trendförmig zu sehen in der Stunde, im Tag ein sehr, sehr feiner Abwärtstrendkanal, also eine Flagge hier sozusagen unten drinne und hier kam dann mustergültig dieser Ausbruch und dieser Ausbruch hat uns dann schön hier über die Tageshochs nach oben hin zum aktuellen Trend hochgebracht und damit setzte dann entsprechend auch eine Bewegung ein. Hier kam der Peak oben drüber, das Hoch dieses Peaks war bei 20.57760, das ist dieses Hoch hier gewesen und jetzt setzt hier entsprechend natürlich eine Gegenbewegung ein. Das ist das, was wir am Markt hier sehen. Und hier kommt es auch wieder darauf an, wie weit das Ganze jetzt entsprechend läuft. Wir stehen jetzt hier am Tagestief von dieser Peak-Kerze. Das Tagestief haben wir hier entsprechend, ich mache das auch gleich mal mit einer Fahne wieder unten dran, hier unten so in etwa bei 20.26.242 ist hier das Tief. Da sind wir heute schon mal reingepiekt. Wenn wir da unten drunter fallen, setzt sich die Korrektur über die Preisseite hier drüben, über diese Preislatte nach unten ins Fort. Anlaufmarken wären dann hier entsprechend mal noch die weiteren Tagestiefs. Hier stehen auch zwei relativ nah beisammen, hier bei 20.081.04 und 20.046.09. Das sind mal diese Tagestiefs hier. Der Markt kann natürlich, das wissen Sie ja auch, der kann bis runter korrigieren. Das heißt, wir haben ja hier entsprechend das Trendtief gehabt. Dann haben wir jetzt hier den Weg zum Bewegungshoch gehabt, also zum Trendhoch entsprechend auch. Das heißt, der Markt hat ja auch die Möglichkeit, bis hier runter zu korrigieren, ohne das Ganze entsprechend kaputt zu machen. Hier müssen wir einfach mal sehen, wie stark der Markt bleibt. Wir sehen jetzt hier Korrektur und für diejenigen von Ihnen, die Korrektur betreiben wollen, den Handel, da haben wir natürlich die Chance nach unten laufen. Ansonsten diejenigen von Ihnen, die sich sagen, nö, ich warte hier lieber ganz entspannt ab, gerade auch als nebenberuflicher Trader, bis ihr ein Umkehrsignal bekommt, dann gehört jetzt dieser Wert auf die Watchlist und dann, wenn wir etwas sehen, beispielsweise wie das, vielleicht bildet sich hier einfach ein Korrekturkanal wieder nach unten, dann wissen wir als Trader genau, was wir machen können. Das beobachten wir hier natürlich auch ganz genau. Ich wollte den Titel hier an dieser Stelle heute nur reinnehmen, weil zum einen, wir haben jetzt hier einen sogenannten Außenstab mit Innenkerzen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen,
ist in der Innenkerze momentan noch nichts passiert, aber Sie sehen es, wir haben hier einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend, wenn er denn hier unten drunter fällt, der kann dann für Schub sorgen und da können wir dann aus den kleinen Zeiteinheiten in diesen Abwärtstrend hineintraden. Das heißt, hier auch trendkonform handeln und die entsprechenden Handelssignale hier in diesen Markt hinein auch mit aufnehmen. Also das mal zum US-Dollar, mexikanischen Peso. Und damit bin ich mit den heutigen Handelsideen soweit auch fertig. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere auch mitnehmen. Morgen, wie schon gesagt, da ist Freitag. Freitag machen wir ja immer eine große Chartanalyse noch über die großen Indizes. Vielleicht die ein oder andere Währung zusätzlich als Wunschmarkt auch noch mit dazu. Wir machen den Nachrichtenvorschau für die nächste Woche, damit wir wissen, was kann die Märkte entsprechend auch bewegen. Wobei ich erwarte nächste Woche, da geht es in Thanksgiving rein, vielleicht nicht ganz so viel Schub oder vielleicht auch gerade viel Schub, man muss es sehen. Auf alle Fälle bleibt die nächste Woche auch sehr, sehr spannend. Und was wir dann natürlich auch noch mitmachen ist, wir schauen ein bisschen in das Thema Education. Ich hatte das, ich glaube, Dienstag oder Mittwochs hatte ich schon angekündigt im Webinar hier. Wir schauen einfach mal auf das Thema Schuhgröße im Trading. Ich bin neulich von einem Trader gefragt worden, wie ich das schaffe, meine Stops entsprechend auch weit auszuhalten vom Setup her. Da gucken wir morgen einfach mal drauf, das Thema Schuhgröße im Trading. Das heißt, hier Positionsgrößenmanagement, Money Management. Das gucken wir uns morgen mal an, wie Ihnen das im Trading entsprechend Hilfe leisten kann für hier oben die Psychologie, für das, was hier zwischen unseren Ohren teilweise einfach Sachen entscheidet, die eigentlich gar nicht für unser Trading gut sind. Da gucken wir morgen rein. Ich freue mich drauf. An dieser Stelle einen schönen Donnerstag, gute Trades und bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Mike Seidel.